Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2. Im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen weiter in Willow Creek umgeschaut, sind dann wieder zurück zum Hotel und ja, wir haben den lieben Murray schlafen gelegt, da die gute Angelina einen Brief zugestellt bekommen hat und den hat Murray allerdings eingesperrt und jetzt wollen wir an diesen Tresor rankommen, haben uns jetzt also ein Einbrücherwerkzeug geschnappt von Tom und jetzt will ich mal gucken, was in diesem Brief drin steht und ob wir überhaupt mit dem Einbrecherwerkzeug da rankommen. Was das überhaupt für ein Werkzeug sein soll, ich habe keine Ahnung. Hä? Hä? Muss ich das kapieren? So vielleicht irgendwie, keine Ahnung. So, dass es darüber geht, oder? Ach so. So. Hier muss ich... ja, dann ziehe ich das doch einfach alles so komplett runter, oder was ist kaputt? So. Und das ist falsch, oder was? Hä? Warum ist das falsch? Muss das Hinterste offen sein? Keine Ahnung. Wie weit? Ah. Ich glaube, ich kapiere. Ich glaube, ich kapiere. Da muss ich ein bisschen runter und da ein bisschen höher. So. So. Ich hoffe, man sieht... Aha, da bin ich perfekt. Hier bin ich perfekt. Da. Genau da. Also sollte ich versuchen, alles irgendwie auf diese... Höhe zu bringen. Ich hoffe, man sieht, was ich vorhabe. Ich will, dass das alles hier bündig mit dem Roten abschließt. Noch nicht ganz ideal. Hier muss ich ein bisschen runter. Da passt's. So. Also hier passt's. Aber hier muss ich noch weiter runter, oder was? Ja, genau, jetzt passt's da. Hier ungefähr musste ich ein bisschen hoch. Und dann da ein bisschen runter. Da bin ich jetzt aber zu weit unten. Bisschen hoch. Noch ein bisschen hoch. Ich weiß es aber nicht mehr wo. Hier. So. Ja, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. Hier noch so ein bisschen. Gehen wir da überall so ein bisschen hoch. Das gleiche machen wir da. Gehen wir auch mal so ein bisschen hoch. Ja, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Haha! Haben wir schon gedacht. Das war's. Das Schloss ist offen. Bisschen Friemelarbeit, aber es geht. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert.
Den sollte ich In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der Suche... Ja, dann lies ihn halt hier, meine Güte. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Sie, ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder? Hä? Welche Geschichten erzählende Brüder? Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Das ist der Deckel, die Kombination. Das ist der, die Kombination. Das ist die Kombination, muss etwas... Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. KHM. Mein Name ist Angelina Morgan. Ich brauche meinen Zettel. Wo ist mein Zettel? Ich suche Informationen über das Schloss. Da ist mein Büchlein. Die Familie der Gordons. So, was habe ich denn da alles? Sui, nee, das ist was anderes. So, das kann. Verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Das kannst du hier genau. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM. Zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Ja, Moment mal. Falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. Jetzt ist die Frage, reden wir jetzt von geschichtenerzählenden Brüdern in diesem Spiel, dann weiß ich's nicht. Reden wir von geschichtenerzählenden Brüdern im echten Leben, meinst du dann die Gebrüder Grimm oder was ist kaputt mit dir? Schauen wir mal auf Grimm, Fragezeichen. Aber was sollen die Gebrüder Grimm damit zu tun haben? Die Gebrüder Grimm haben Märchen geschrieben. Und da sollen irgendwas mit Tieren sein. Das ist die Kombination. Aber gut, ich kann sowieso nicht ran, weil... Er will's nicht entschlüsseln, er lässt mich gar nicht erst ran, mich das entschlüsseln. Also... Dieses Porträt von Angelina werde ich behalten. Das ist die Kombination... Tja. KHM. 62 17 1 25. Bücherschrank, vielleicht hilft mir dir jetzt weiter. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählen. Sag ich doch, Gebrüder Grimm! Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Sag ich doch, sie meint die Gebrüder Grimm! Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Aha.
Was war das KHM-62? Bienenkönigin. Also KHM-62 ist die Bienenkönigin. Das Märchen kenne ich gar nicht. Bienenkönigin. KHM-17, weiße Schlange, kenne ich auch nicht. Mal schauen, was kenne ich denn überhaupt? Froschkönig kenne ich, Rapunzel kenne ich, Schlange kenne ich nicht, Sieben Raben kenne ich, Rotkäppchen kenne ich, Bremer Stadtmusikanten kenne ich, König Drosselbart kenne ich, Rumpelstilzchen kenne ich, Bienenkönigin kenne ich nicht, Hans im Glück kenne ich, Goldkinder kenne ich, vom klugen Schneiderlein, ach, das kluge, das tapfere Schneiderlein, das habe ich geliebt, das Märchen. Sterntaler kenne ich, Zaunkönig sagt mir jetzt nichts, Hase und der Igel war eins meiner Lieblinge. Ach, der Hase und der Igel, das war eins meiner Lieblingsmärchen. Dann Froschkönig. Froschkönig. Oder der eiserne Heinrich. Schreibe ich mir auch mal auf. Ich wusste aber nicht, dass ist Froschkönig auch unter eiserner Heinrich bekannt oder was? Weil das sagt mir jetzt wiederum nichts. Und die 25 war die Sieben Raben. Okay. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Was? Ich habe doch jetzt schon alles aufgeschrieben. So einfach geht es, oder was? Schade ums Buch. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. Blöder Wichser, hast gerade wirklich ein Buch der Gebrüder Grimm zerrissen. Ist dir eigentlich klar, was du gerade getan hast? Dann wollen wir mal. So. Wo kann ich hier? Da. 62. Und das muss Bienenkönigin. Frosch, Rabe. Das wird wahrscheinlich eine Biene sein. Dann ist das hier die 17. Die 17 ist die weiße Schlange. Ist das hier. Dann kommt der Froschkönig mit 1. Das passt schon. Dann kommt hier der Rabe. Oder? Ja. Hä? Ja, aber das passt doch jetzt so. Nee, passt nicht. Jetzt passt. Das ist es. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ich habe den Raben mit der Schlange verwechselt. Das war einfach. Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Geh einfach rein. Augen und vor allem Nase zu. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden, ich weiß es. Ich brauche Licht. Ohne Licht ist die Chance, dass ich mich verletze und selber gerettet werden muss, höher als die Chance, dass ich Angelina finde und rette. Die einen leuchten doch. Hier, diese Dildos, die man da kaufen kann. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur. Nach Gülle. Selbstverständlich.
Ja. Ich will so ein Andenken. Weil das leuchtet doch, oder? Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Halten Sie einfach die Klappe. So, Batterien rein. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Yay. Dann mal runter da. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen. Und da sind Stufen in der Wand. Aha. Oh Mann. Kein einladender Ort. Alles andere als einladend. Und renoviert müsste hier auch mal wieder werden. Um die Ecke. Und ich kann hier sonst auch gar nichts tun, okay? Da hinten lang. Nach rechts. Nach oben. Ja, toll. Ist jetzt ein Labyrinth. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Ist das jetzt ein Labyrinth? Vielleicht steht hier irgendwas Angelinas in der Nachricht drin. Botschaft. Ich kann sie nicht nochmal. Doch, kann ich. Sonntag, 16 Uhr. Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Nein, nichts Besonderes. Ja, dann gehen wir zuerst mal da hinten lang. Alter, ist das jetzt echt dein Ernst? Alter, das ist ein Igitt, ein Irrgarten. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Tja. Ich weiß nicht genau. Ich habe wohl fast keine andere Wahl, als mir eine Karte zu zeichnen. Es sei denn, ich bin hier schon richtig. Aha. Ein etwa 50 cm langer Holzbalken. Na, nimm mal mit. Was spricht dagegen? Vielleicht komme ich auch ohne gezeichnete Karte weiter. Loch! Alter! Du Wichser! Da fasse ich ganz bestimmt nicht rein. Ja, dann tu den Holzbalken da rein. Boah, fick dich, Spiel! Du Wichs... Ich gehe der Ratte mal hinterher. Ich weiß nicht genau... Mit dem Holzbalken kann ich das Gitter nicht öffnen. Schade. Ich muss irgendwie das Gitter öffnen, aber wie? Kann ich irgendwas reinschnitzen? Nee. Von hier kam die Ratte. Aha, ich kann hier noch weiter.
Aber es gibt hier auch sonst nichts. Gehen wir mal weiter. Hier war ich. Wie, hier war ich schon mal? Hä? Okay. Boah, das stinkt. Dass das hier nicht gerade nach Veilchen riecht, das ist mir schon klar, mein Gutster. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Es stinkt unterschiedlich schlimm. Interessant. Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. Ich blick gerade irgendwie nicht durch. In diesem Abschnitt stinkt's besonders. Hä? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Hey, da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Naja, vielleicht bekommst du irgendwie Lust, dir rektal was einzuführen. Man weiß ja nie, ne? Die Metallstange ist einen guten Meter lang. An der Spitze ist sie durchgerostet. Der Rest macht aber noch einen verhältnismäßig stabilen Eindruck. Ein etwa 50 cm langer, ungefähr 10 x 10 cm starker Holzbalken. Das ist ganz schön massiv. Okay, hier in dem Abschnitt. Ach, jetzt bin ich hier! Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste ungefähr unter dem Parkplatz sein. War das jetzt so eine gute Idee? Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Okay. Sie bewegt sich kein Stück. Okay, ich habe schon Angst gehabt. So, da ist das Gitter. Metallstange? Krieg ich's damit auf? Ja! Scheint zu halten. Soll ich da den Balken irgendwie reintun? Ja, dass es mir nicht runterfällt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Traumhaft. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Ich hoffe es und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht weiterhin noch so ein kräftiges Labyrinth sein wird. Denn eine Karte zeichnen bringt mir da leider auch nicht wirklich was. Habe ich schon gemerkt. Naja, ich muss einfach schauen, dass ich mich da irgendwie zurechtfinden werde und beim nächsten Mal werden wir schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Also gut Leute, das war dann Let's Play Black Mirror 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.